Und hallo YouTube, willkommen zu einem von Let's Play Skyrim Gefährtenquests. Wir sind hier in einem weiteren Versteck der silbernen Hand unterwegs. Die haben nämlich ein Stück von Wuthrad gefunden und in ihrem Besitz scheinbar. Und wir sollen das jetzt holen. Und wie man es ordentlich macht, schlachten wir natürlich auf dem Weg zum Stück von Wuthrad absolut alles ab, was wir finden können. Was atmet, hört bald auf zu atmen. Was nicht atmet, das wird sicherheitshalber zerstückelt. So wie man es halt macht. Und wir sprechen den jetzt weiter über die physikalischen Hintergründe von Pfeileinschlägen. Ich habe in der letzten Folge darüber geredet, dass es halt ziemlich Blödsinn ist, dass man halt von, wenn man von einer Waffe oder so getroffen wird, dass man dazu halt so nach hinten wegfliegt. Aber natürlich ist das halt, es sieht halt episch aus. Wenn du in einem Western halt von einer Pistole getroffen wirst, dann halt erstmal, anstatt halt, dass du einfach umkippst, halt einen Meter zurückgeworfen wirst oder zwei und durch die Fensterscheibe fliegst, das sieht halt besser aus. Es ist einfach so, es sieht cool aus und deshalb macht man es in Filmen. Ich meine, darum geht es. Es geht ja nicht immer nur um brutalen Realismus. Es geht ja ab und zu auch einfach mal darum, dass es cool aussieht. Ich meine, wenn ich brutalen Realismus haben will, dann schaue ich mir eine Doku an. Weil darauf ist ja auch nicht gerade immer Verlass, dass diese Dokumentationen realistisch sind. Sind ja meistens selbst, also die Dokus heutzutage sind sehr populär wissenschaftlich und oft nicht gerade akkurat. Oder zumindest sehr oft nicht akkurat. Aber wie gesagt, wenn ich halt, wir gucken jetzt mal da vorne weiter, weil es hier geht es zum Questmarker, da wollen wir noch nicht hin. Es ist halt so, wenn ich mir halt angucke, im Film, also es gibt ja immer die Leute, die sagen, das ist unrealistisch und ab und zu mache ich das auch zum Spaß. Also ich ab und zu bei einem Film eigentlich sagen, ja, das ist aber voll unrealistisch. Obwohl mir völlig klar ist, dass ich mir gerade irgendwie so einen Fantasy-Streifen angucke oder keine Ahnung, gerade irgendwie einen Marvel-Film oder so angucke, wo halt der Hulk Leute verprügelt, aber dann muss ich sagen, hier geht es übrigens gar nicht weiter. Ich dachte, hier ging noch ein Weg weiter, aber das ist nicht der Fall. Da sage ich dann halt ab und zu halt zum Spaß, das ist aber voll unrealistisch. Aber es gibt halt so Leute, die sagen das und meinen es auch. Und da denke ich mir halt schon, ja, es mag vielleicht nicht realistisch sein, aber man muss halt schon bedenken, das alles ist ein Film. Das ist nicht dazu gemacht, realistisch zu sein. Das ist nicht dazu da, dass man sagen kann, genau so ist es und nicht anders. Das ist dazu da, dass man unterhalten wird. Das ist dazu da, dass man sich halt hinhockt und sich ein paar geile Bilder reinzieht und ein paar Mal lachen kann oder irgend sowas. Wenn wir nicht schon eine bessere Rüstung hätten, würde ich die mitnehmen. Aber wir haben schon eine bessere Rüstung, daher klauen wir ihren Käse. Ihm ist das egal. Mal sehen, ob ihm auch egal ist, wenn wir ihn mit einem Pfeil abschießen. Hier ist eine gute Position. Genau, bleib einfach da stehen. Ja! Ich krieg euch schon. Dann kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Hoppa, und jetzt ziehen wir uns kurz taktisch zurück. Ihr lauft los und ich stecke euch hingedrückt. Also was, du läufst auf mich zu und ich fuß Rotari ins Gesicht. Was hältst du davon, mein feliner Freund? Ich kann es gar nicht erwarten. Haben wir gerade den Typen nebenbei erhackt, zerhackt? Wow. Manchmal denkt man sich auch, dass die ein bisschen arm dran sind. Denken sich nichts, führen ihr Leben und plötzlich kommt da so ein Irrer mit Schwert und Bogen und hackt sie zu Brei. Und verbrennt sie dabei auch noch. Wie gesagt, sowas kann, finde ich, immer sehr nervig sein, die Leute, die das halt ernst meinen. Wie gesagt, ich mache solche, ist aber voll unrealistisch, Sprüche ab und zu zum Spaß, weil, ja, es ist ja halt klar, wie es gemeint ist. Wenn man hört, wie ich das sage, weiß man auch, wie es gemeint ist und das ist das, was ihr wollt. Anführer. Ah. Ich krieg euch schon. Und so kriegen wir ihn. Ein bisschen zurückweichen, bis wir wieder Ausdauer haben.
Gut, dass der mit seiner Waffe ungefähr eine Stunde braucht, um zu schlagen. Da kann man immer schön zurückweichen. Ja, genau, weil du mir sagst, stehen zu bleiben. Das ist so wie wenn... Und jetzt läuft er weg, oder wie? Ich lebe und werde weiter trinken. Nein, wirst du nicht. Das ist gesagt. Das war gerade die beste Aussage, die ich, glaube ich, jemals von einem Gegner in Skyrim gehört habe. Es ist ja oft so, dass wenn man die enthauptet oder so, dann machen sie noch irgendwie einen Spruch oder so. Ich werde dein Tod sein, während du ihnen 10-mal das Schild ins Gesicht rammst und sie tötest oder so. Aber das war göttlich. Ich meine, erst dieses Wegrennen, dann ich werde leben und trinken bis an mein Ende und dann halt stechen im Gesicht. Habe ich was Falsches gesagt? Oh mein Gott, es ist kaum zu fassen. Warum haben sie eigentlich so viele Käfige? Was machen die hier? Aha, hier ist noch scheinbar eine Geheimtruhe mit einem Meisterschloss. Das kann ja was werden. Eieiei. Gut, dass wir 99 plus Dietrich haben. Okay, jetzt liegt das irgendwo zwischen da und da. Wahrscheinlich hier so. Na, fast. Das war schon gar nicht mal so weit weg. Aber jetzt war die Aussage halt. Habe ich was Falsches gesagt? Während wir ihm halt vor allem das Schwert noch durch den Mund rammen. Ich glaube, und ja, ich glaube, er hat was Falsches zu uns gesagt. Ah, knapp dann. Also wir müssen nur ein bisschen wirklich vom Ausgang weg. Na, das war zu wenig. Also ein bisschen weiter doch. Millimeter? Ah, das war Millimeter in die falsche Richtung. Verdammt. Ja, geht doch. Und Schlossknacken verleffert. Makelloser Diamant. Mächtiger Seelenstein. Schwarzer Seelenstein. Buch Daedra entfernen. Silberne Sophia-Kette und die Alenia geringen Alchemie. Das nenne ich mal eine Schatztruhe. Hinter dem Wasserfall ist nichts. Gut, dass wir hier, dass ich immer in alle Ecken und Enden einer Höhle schaue. Zumindest. Ab und zu. Manchmal. Selten. Eigentlich fast nie. Aber ernsthaft, das war ein Satz. Also, wenn das seine letzten Worte sind, dann sollte man sie in den Grabstein meißeln. Habe ich was Falsches gesagt? Hier liegt der Anführer der silbernen Hand. Hat er was? Er war ein tapferer Mann, ein Krieger, ein Jäger. Seine letzten Worte waren, habe ich was Falsches gesagt? Daraufhin wurde er von einem schwarzäugigen Dunkelelfen mit einem Schwert durch den Mund getötet. Wow. Also. Oh, da ist ja noch einer. Jetzt nicht mehr. Es hat was Befriedigendes, wenn man schleicht und wirklich dann diese One-Shots verteilt. Also einmal schießen und dann ist tot angesagt. Das hat was unglaublich Befriedigendes, finde ich. Da kommt man sich halt, das sind so die Momente in Spielen, wo man sich wirklich vorkommt wie, so, jetzt sind wir wer. Jetzt haben wir Macht. Jetzt sind wir wirklich ein doofer Kind. Jetzt sind wir wirklich ein Überheld. Wenn man dann einfach rumlaufen kann und den Gegnern diese One-Shot-One-Kill-Dinger verpasst. Und wir haben zu viel dabei. Dann würde ich sagen, essen wir mal Käse. Ja, man muss einfach nur ein bisschen Käse essen, dann geht's wieder. So, ich frage mich, wenn wir da runterhüpfen, kommen wir dann wieder hoch? Wir werden es herausfinden. Flup. Wir haben Lachs gefangen. Yay. So, hier brauchen wir auch keinen Bogen mehr. Hier sind wir durch. Jetzt geht's raus und dann bringen wir das nächste Stück von Wuthrad nach Hause. Ging ganz gut, der Auftrag eigentlich. Und ja, das ist halt diese Momente, wenn du Leute aus dem Schleichen diesen One-Shot-Kill gibst, vor allem am Anfang vom Spiel, das ist ja so, du haust 10.000 Mal aus dem Gegner und er stirbt nicht oder so. Und dann nach einer Zeit kannst du dann einfach One-Shot-One-Kill-mäßig vorgehen. Und das hat, wie gesagt, was unglaublich Befriedigendes. Und weiß nicht, das ist einfach. Es ist einfach schön. Wenn du einen Pfeil abschießt und jemand stirbt. Außerhalb eines Spiels klingt das sehr, sehr falsch. Aber dafür spielen wir. Damit wir
Sachen machen können, die wir in echt ja niemals machen könnten oder machen sollten oder machen dürften. Vor allem nicht machen sollten. Wir sollten, keiner sollte in echt mit einem Bogen rumlaufen und arme Menschen abschießen. Das haben nur sehr, sehr wenige Menschen in dieser Welt verdient. Zugegebenermaßen einige haben es verdient. Aber sehr, sehr viele eben nicht. Fast alle nicht. Die hat es verdient. Aber hier im Spiel ist das ja alles okay. Das ist ja was anderes. Und gut, jetzt könnten wir hier eine Diskussion über so Sachen anfangen, wie Videospiele machen dich zu einem Killer und so, aber das ist eigentlich, da braucht man eigentlich gar nicht drüber reden, dass das Bullshit ist. Ein weiteres Stück Ruhm. Gute Arbeit, Schildbruder. Nicht so wie Schildschwester Frakas. So, und jetzt? Ich hoffe, dass die Jagd gut läuft, Bruder. Diese Feiglinge machen sich schon in die Hosen. So, wahrscheinlich müssen wir jetzt... Ich warte. Und es gibt auch noch viel zu tun. Aber leider hat Kotlak von unserem Treiben Wind bekommen. Er möchte euch sehen. Okay, dann gehen wir mal zu Kotlak. Seid immer ehrlich zum Alten. Aber erzählt ihm nichts, was er nicht wissen muss. Das heißt, Wahrheit verschweigen, die geschickte Version des Lügens. Weil du lügst nicht, du sagst einfach nur nicht, was Sache ist. Es ist viel geschickter. Naja, ich könnte jetzt eine Diskussion darüber anfangen, wie Videospiele einen zu einem Killer machen, wie das halt eigentlich nicht stimmt und ich meine bla bla. Aber ganz ehrlich, das ist inzwischen so eine verstaubte Sache. Ja, Medien stellen ab und zu immer noch Gamer als Videospiele so hin, also Gamer als gewalttätig und Videospiele machen dich gewalttätig und so, aber bla. Jeder weiß inzwischen... Geldbeutel? Mein Geldbeutel? Jeder, absolut jeder weiß ja inzwischen, dass das einfach nur Schmarrn ist. Ich meine, sie machen mich, wenn dann, zu einem Dieb, wie man hier sieht. Aber ich meine, inzwischen weiß es halt wirklich jeder, dass das halt nicht stimmt. Ich meine, ganz ehrlich, man wird ab und zu sicher, man wird beim Spielen ab und zu gern mal durchaus, ich sag mal, ja, nicht aggressiv, sondern halt, ja, man zeigt halt, sein Elan und man zeigt halt, dass man halt mit Herz dabei ist. Ich meine, Fußballspieler am Feld, die regen sich auch auf wie Hölle. Man regt sich beim Spielen ab und zu auf, weil man halt mit dem ganzen Herzen dabei ist und halt einfach wirklich richtig mitspielt. Und dann regst du dich halt auch ab und zu auf, wenn du richtig mitspielst. Wenn du richtig spielst. Ich meine, bei LOL. Im Übrigen, zum Thema League of Legends wird vielleicht demnächst mal ein paar League of Legends Videos ab und zu kommen. Einfach so in unregelmäßigen Abständen. Ein, zwei Videos, weil ich mal wieder Lust drauf habe. Wann und in welchem Format ist noch nicht festgelegt, aber wer weiß. Und wir haben Bogenschießen verbessert. Yay. Und hier sind schwebende Eisgeistzähne. Aber man zeigt halt, dass man voll dabei ist. Und wie gesagt, ein Fußballspieler ist ja da nicht anders. Ich meine, habt ihr... Schaut euch mal ein Fußballspiel an, wie da die Spieler teilweise abgehen. Die sind auch aggro, die gehen halt, die sind halt dabei. Also wirklich dabei. Und wenn du das halt beim Spiel auch bist, dann schreist du auch mal, du regst dich auch mal auf. Aber das gehört halt dazu. Und wie gesagt, wenn da halt irgendwie so ein Sender wie jetzt RTL oder so sagt, alle Spieler sind aggressive Volltrottel, die nur rumbrüllen. Und hier ist der Beweis. Und dann zeigen sie halt, keine Ahnung, so jemanden, der LOL spielt und sich halt gerade aufregt. Die haben hier eine Bar. Cool. Dann ist es halt das Gleiche, würde ich jetzt sagen. Alle Fußballspieler sind aggressive Idioten und zeig halt, wie sich ein Fußballspieler auf dem Platz aufregt. Das ist halt selber das Gleiche. Aber wie gesagt, die Diskussion geben wir uns nicht. Die ist alt und verstaubt. Wir stehlen dem jetzt auch noch ein bisschen was. Vor allem den hier. Da haben wir jetzt zwei. Müssen wir auch mal mehr sammeln. Aber wie gesagt, die Diskussion ist alt, verstaubt und egal eigentlich. Ich meine, wirklich mal, inzwischen ist es egal. Übrigens, ein cooler Trick zum Stehlen von Sachen ist, die Sachen mit E gedrückt halten, nur hochnehmen. Dann kann man sie wegtragen, irgendwo hintragen, wo es keiner sieht. Und dann stehlen. So kann man Sachen stehlen, die auch die beobachtet werden. Falls das noch irgendeiner von euch nicht wusste. So, jetzt setzen wir uns hier zum guten Kotlak hin. Und in der nächsten Folge werden wir uns mit ihm unterhalten. Wart ihr in letzter Zeit sehr beschäftigt. Fürs Erste sage ich Tschüss, YouTube. Bis zum nächsten Mal, wenn wir mit Kotlak Weißmann reden. Bis dann. Tschüss.